Zahlt sich die Nintendo Switch OLED wirklich aus oder solltest du dir doch lieber das normale Modell holen? Die Antwort ist hier eigentlich ganz einfach. Die Konsolen sind nämlich von der Leistung komplett identisch. Na klar, der Kickstand beim OLED-Modell ist deutlich besser und auch das Dock hat einen LAN-Anschluss. Aber der große Unterschied liegt hier im Bildschirm. Die OLED-Variante bietet dir einen deutlich höheren Kontrast, bessere Schwarzwerte und das Display ist grundsätzlich größer. Dagegen schmiert der LCD-Screen der normalen Switch echt ab. Wenn du also sehr viel Handheld zockst, würde ich dir zur OLED-Variante raten. Wenn du eh nur im Dock am Fernseher spielst, dann reicht die klassische Variante.